Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste! Politik lebt bekanntlich davon, Menschen zu überzeugen. Und deshalb reicht es nicht, nur zu wiederholen, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, sondern wir müssen dort, wo Verbesserungsbedarf besteht, auch im Sinne der Patienten unser System weiterentwickeln. Und da will ich mit dem Zugang zur ambulanten Versorgung beginnen. Wenn ein niedergelassener Arzt den privatversicherten Patienten schneller dran nimmt, dann wird das zu Recht als Ärgernis empfunden. Aber Politik war da nicht etwa untätig. Wir haben der Selbstverwaltung bereits einiges an Möglichkeiten an die Hand gegeben. Die Umsetzung ist leider eher schleppend. Seit Juli 2015 gibt es die Terminservicestellen. Innerhalb von 4 Wochen können Patienten einen Facharzttermin erhalten. Diese Terminservicestellen müssen vor allem bekannter und besser werden, mit einer einheitlichen Telefonnummer und mit längeren Ansprechzeiten. Neu ist, dass es innerhalb dieser 4 Wochen nicht nur die Facharzttermine gibt, sondern künftig auch Hausarzttermine und Kinderarzttermine. Bereits seit 2011, Herr Schlund, ist geregelt, dass der Erstkontakt beim Haus- und beim Facharzt besser vergütet werden soll, um Anreize zu setzen, dass Haus- und Fachärzte auch neue Patienten aufnehmen. Leider hat meines Wissens nur die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen diese Regelung überhaupt umgesetzt. Neu ist jetzt zum Beispiel, dass wir, der Kollege hat es erwähnt, eine bessere Vergütung für die sprechende Medizin und regionale Zuschläge für die Ärzte geben, unter anderem damit sie auch weiterhin in wirtschaftlich schwachen oder ländlichen Räumen praktizieren. Ich hoffe, das wird diesmal umgesetzt. Beim Zugang zur Versorgung reden wir in der Union übrigens auch mit den privatversicherten Patienten über den Reformstau in der PKV, über sprunghafte Beitragssteigerung, über Probleme durch steigende Beiträge im Alter, über Überversorgung. Und, lieber Herr Lauterbach, wir sollten es uns da gemeinsam nicht leisten, die Sorgen von rund 10% der Bevölkerung schlicht zu ignorieren. Reden wir von stationärer Versorgung. Viele Menschen treibt die Sorge um, dass insbesondere in den ländlichen Räumen das kleine örtliche Krankenhaus verschwindet. Wir werden die Existenz dieser notwendigen, Betonung notwendigen Krankenhäuser auch in dünn besiedelten Gebieten, dort wo die Krankenhäuser eben nicht sich selber finanzieren können, über hohe Fallzahlen, die werden wir finanziell absichern. Patienten wollen aber auch mit den neuesten Methoden, mit Geräten und mit neuester wissenschaftlicher Erkenntnis behandelt werden. Der Schlaganfallpatient muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden mit Stroke Unit. Der Darmkrebspatient hat deutlich höhere Überlebenschancen, wenn er im Zentrum behandelt wird. Und deswegen werden wir die Zentrumsbildung noch stärker vorantreiben. Aber auch dort haben wir schon einiges geregelt. Leider werden 180 Millionen Euro, die Zentrumszuschläge, die die Krankenkassen zur Verfügung stellen, derzeit schlicht nicht abgerufen, weil sich die Selbstverwaltung streitet, was ein Zentrum ist. Und wir sorgen nun dafür, dass auch Kommunen dann ein gutes ärztliches Angebot am Standort vorhalten können, wenn ihr kleines örtliches Krankenhaus, weil es nicht mehr in diese moderne Versorgungskette passt, weil es nicht mehr notwendig ist, schließt. Auch dafür werden wir finanzielle Mittel weiterhin zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, zur guten Versorgung gehört übrigens untrennbar die örtliche Apotheke vor Ort. Da gibt es die Beratung, da gibt es den Wochenend, da gibt es den Nachtdienst, da gibt es den Notdienst.
Aber nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfen ausländische Versandapotheken ihre Abgabepreise für verschreibungspflichtige Medikamente frei festlegen, dürfen Boni gewähren, während für die deutsche Präsenzapotheke weiterhin die Arzneimittelpreisverordnung gilt und Rabatte verboten sind. Und genau deshalb werden wir mit einem Versandhandelsverbot für verschreibungspflichtige Medikamente Gleichbehandlung wiederherstellen, damit das Überleben der Apotheken vor Ort gesichert wird, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, nicht nur, aber besonders auch ältere und kranke Menschen haben ein Recht auf Leben in Würde. Und deswegen, wir haben es heute mehrfach erwähnt, haben wir viel für die Betroffenen in der Pflege und für ihre Familien getan. Und selbstverständlich haben wir die Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht vergessen. Und deswegen werden wir die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen deutlich verbessern und für tarifvertragliche Durchdringung sorgen. Aber auch hier waren wir nicht untätig. Zum Beispiel sollten rund 18 Milliarden von insgesamt 75 Milliarden GKV-Ausgaben für Krankenhäuser jährlich über die Fallpauschalen, über den Pflegeanteil der Fallpauschalen bereits eigentlich heute bei der Pflege ankommen. Dazu kommt eine knappe Milliarde über die Pflegestellenförderungsprogramme. Ob das so ist? Da sind bei uns doch deutlich Zweifel gewachsen. Und genau deswegen brauchen wir Transparenz. Wir möchten endlich sicher sein, dass das Geld dort ankommt und dass wir keine Aufzüge und Fenster und Dächer mit dem Geld finanzieren in den Krankenhäusern. Und das ist ein Grund, warum wir Pflege auch gesondert künftig finanzieren wollen. Und mir ist auch ein zweiter Gedanke wichtig. Ärzte und Pflegekräfte behandeln gemeinsam. Mit der neuen Pflegepauschale wird Pflege gleichermaßen endlich auch ein Teil der Wertschöpfungskette im Krankenhaus und nicht nur als, ich sage jetzt mal, als Kostenfaktor bezeichnet. Ein letzter Gedanke: In der Medizin haben Daten einen hohen Stellenwert. Sie tragen dazu bei, dass neue Medikamente, neue Diagnostika und Medizinprodukte erfolgreich entwickelt werden, operative Verfahren verbessert werden. Forschung an Krebs wird heute unmittelbar in Behandlungsstrategien überführt. Ein Großteil der Daten kann allerdings zum Beispiel aufgrund der Barrieren in der Datenübermittlung zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringern nicht abgerufen werden. Digitalisierung ist deshalb kein Selbstzweck, sondern ein Prozess, ein Mittel, um Versorgung zu verbessern. Jede Behandlung bringt neue Erkenntnisse, und wir wollen deshalb eine verbesserte Vernetzung, zum Beispiel den einheitlichen Behandlungsweg von der Universitätsmedizin hin zur ambulanten Schwerpunktpraxis. Und genau deswegen brauchen wir eine elektronische Patientenakte. Einzelne Krankenkassen entwickeln diese Patientenakte bereits. Gut so, wir werden das Rad nicht zurückdrehen, sondern schauen, dass die Schnittstellen zusammenpassen und dass die Interoperabilität läuft. Es gibt also viel zu tun, insbesondere auch für die Selbstverwaltung, die ich da noch mal herzlich dazu einlade. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit in den nächsten 4 Jahren. Danke. Ja, letzter, wirklich allerletzter Redner in dieser Debatte ist Dr. Edgar